Auf meiner Suche nach einer guten Geschenkidee bin ich bei diesem Schaufenster hängen geblieben. Warum nicht ein schmuckes Weihnachtsgeschenk für meinen Freund kaufen? Ich denke da an eine schöne Armbanduhr. Die hat Symbolcharakter, mit großer Wirkung und ist einfach ein Klassiker. Wobei, ein bisschen ausgefallen darf es dann schon noch sein. Also für den sportlich eleganten Typ kann ich Ihnen die Marke Rado empfehlen. Das ist ein Schweizer Luxusuhrenhersteller. Und das wäre jetzt eine Uhr mit Edelstahl und grünem Zifferblatt. Eine weitere Möglichkeit wäre jetzt ein Bruno Söhnle. Edelstahlgehäuse in Verbund mit Lederband und kratzfesten Saphirglas. Das ist reine deutsche Handwerkskunst. Mein Freund liebt ja die Natur und ich habe gehört, dass es auch Uhren aus Holz gibt. Holzuhren, ja. Führen wir von der Marke Leimer aus Südtirol bzw. von Kerbholz, das ist ein deutscher Hersteller. Und die unterscheiden sich jetzt noch den diversen Hölzern. Jetzt bin ich aber gespannt, welcher Baum die Uhr vervollständigt. Kerbholz ist mehrfach preisgekrönt mit dem Red Dot Award, das ist der Designerpreis, weltweit anerkannt. Und die Uhren zeichnen sich aus durch eine schöne, flache Verarbeitung und mit verschiedenen Hölzern. Zum einen ist Rosenholz oder das Walnussholz. Schön übersichtlich, passt perfekt zum modernen Mann. Die finde ich voll cool. Die gibt es auch mit weißem Ziffernblatt. Und das ist übrigens eine Limited Edition, nur für Österreich. Gibt es mit schwarzem Zifferblatt oder auch mit einem weißen. Also diese Uhr macht aus meinem Geschenk eine richtige Herzensangelegenheit. Die Leichtigkeit sorgt dafür einen besonderen Treukomfort. Ich nehme den. Sehr gerne. Darf ich schön verpacken? Bitte. Danke. Juwelier Theuer nimmt auch noch die Arbeit ab. Ein schönes Geschenk. Von innen und auch von außen. Okay. Danke. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Baba. Von außen schaut diese Auslage schon sehr verlockend aus. Von innen schaut mir Christian dunkel entgegen und bei dem darf ich auch gleich meinen nächsten Weihnachtsgeschenkwunsch deponieren. Es darf etwas Putziges sein, etwas für meinen kleinen Neffen. Für Babys und Kleinkinder haben wir ganz entzückende Serien. Da gibt es also alle möglichen Varianten, vom Poncho bis zum normalen Handtuch und was auch ganz lieb ist, sind solche Kapuzentücher zum Beispiel, ja, wo du das kleine Zwergerl sozusagen einpacken kannst und das dann gleich so. Und da können wir dann auch hier einen Namen dazu sticken. Was für eine geniale Idee. Aber wenn ich schon mal hier bin, für meine Mama so ein ganz spezielles Kissen, damit sie so richtig gut schlafen kann, das wäre doch eine richtig gute Idee. Gut, damit wir das richtige Kissen finden, müssen wir mal schauen, wie ist denn die Mama, hat sie eher schmale Schultern oder breite Schultern? Ist sie eher schmal gebaut? Gut. Und Christian Dunkel erörtert mir ganz genau die Ergonomie und das Schlafverhalten meiner Mama, damit am Ende das perfekte Kissen unter dem Christbaum liegt. Ja, also der wird das mal probieren lassen, dann wäre das das Korrektere. Ne? Das ist jetzt einfach höher und so brauchen wir die Hand, können wir die Hand weglassen. Ne? Genau. Ich glaube, ich bleib da gleich liegen. Was für ein entspanntes Gefühl. Einfach schön zum langsam Einschlummern. Das mit der Stickerei ist mir aber noch nicht aus dem Kopf gegangen. Da wäre doch ein Handtuch das ideale Mitbringsel für meinen Bruder. Gut, also es soll ein Handtuch sein. Genau. Und was das Geschenk natürlich ganz persönlich macht, ist, wenn man einen Namen oder ein Monogramm hineinstickt. Ja? Ja. Was gibt es für Lieblingsfarbe? Also bei den Farben ist mein Bruder wählerisch, da tendiert er eher zu den Grün- und Blautönen. Dazwischen liegen wir sicher richtig, ein schönes, pastelliges Türkis. Also wir sticken in ein Handtuch meistens in 2,5 cm in der Größe. Okay. Ja. Und in Farbe. Jetzt darf ich noch ein bisschen stöbern, solange meine Präsente für die Bescherung geschenksfertig verpackt werden. Das haben wir gleich geschenksmäßig verpackt für einen Junior. Okay. Okay. Die
Rechnung darf ich gleich dazu reingeben. Gut, dann wünsche ich viel Freude und das ist sowieso in einer praktischen Tasche. Also schöne Feiertage wünsche ich. Ebenfalls. Vielen herzlichen Dank. Wiederschauen, Papa. Also Amstetten ist ja eine richtige Einkaufsstadt. Hier bekommt man all die Lieblingsstücke, die auf dem Wunschzettel stehen. Hallo. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Mhm. Er mag halt voll gern so Lederwaren. Ja, und ich habe mir gedacht, das schaut einfach zu euch. Ja, da haben wir voll schöne Herrentaschen vom Chesterfield. Die zum Beispiel. Wow. Die wäre ja genau das Richtige. Da hat alles Platz, Akten, Schreibetui und die gesunde Jause für dazwischen. Wir haben da auch Rucksäcke. Mhm. Bei dem ist der Vorteil, der ist ganz, ganz leicht. Aus einem ganz hochwertigen Leder. Hat da auch wieder ein Laptopfach und ein Innenfach mit Zip. Damit treffe ich den Nagel auf den Kopf, denn mein Papa ist absolut kein Modemuffel. Der Rucksack ist einfach die entspannteste Taschenwahl. Clean und unaufgeregt fürs Office. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass sie Gutscheinmünzen verschenken. Okay. Dann kann sich der Herr das selber aussuchen. Mhm. Genau, jetzt sage ich Ihnen das einmal. Warum eigentlich nicht? Dann überlasse ich einfach ihm die Qual der Wahl. Ganz einfach. Jede Münze hat einen Wert von 10 Euro. Das wird dann in ein schönes Sackerl hineingesteckt. Mhm. Das ist ein tolles Geschenk. Ach, ich nehme einfach beides. Am besten die erste Tasche und ein paar Gutscheinmünzen dazu. Sie können gern dabei den Platz nehmen. Ich packe das gleich ein bisschen weihnachtlich ein. Danke. Passt perfekt. Weil dann kann ich auch noch ein bisschen gustieren hier im Geschäft von Schuhe und Orthopädie Gerlinger. Vielleicht ist ja auch noch etwas Schönes für mich dabei. So, da bitte sehr. Passt Ihnen das so? Voll schön. Ja? Danke. Ein Sackerl? Ja, bitte. Gerne. Damit habe ich nun alle Geschenke zusammen. Fast alle. Denn einen Geschenktipp habe ich noch parat. Einen, der Wohlbefinden und Schönheit schenkt. Bei Aqualina taucht man ein in eine Wohlfühloase und erlebt entspannte und wohltuende Momente. Seit 2012 verwöhnt das Team von Aqualina seine Kunden auf ganz besondere Art. Im Mittelpunkt stehen Wohlbefinden und Relaxen. Kreative Behandlungskonzepte vermitteln Schönheit und ein neues Hautgefühl, schon während der Behandlung. Wir bieten Fußpeeling mit Gararufa-Fische, die aus der Türkei kommen, und Körperenthaarung mit Zuckerpaste und Sofre Naturkosmetik. Hier wird das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden auf etwas andere Art. 1000 Küsschen für die Füßchen gibt es beim natürlichen Fußpeeling. Hier werden die Füße im Wasser von hunderten kleinen Fischen umschwärmt und bringen glatte und geschmeidige Haut. Wir haben diese Gararufa-Fische, die aus der Türkei kommen. Die leben dort im Kangalgebiet, in Thermalbächen. Dort ist man draufgekommen, dass man die auch in der Medizin einsetzen kann, bei Neurodermitis oder Schuppenflechten. Das ist das eine, und gleichzeitig, wenn man das Peeling macht, hat man noch einen total schönen Fuß. Sie saugen die abgestorbenen Hautschuppen von den Füßen. Das Nervensystem wird stimuliert, es geht dann nach der Behandlung voll gut und man hat wirklich wochenlang weiche, seidige Füße. Wir haben das normale Peeling, 30 Minuten, dann haben wir das Wohlfühlpaket, da sind ein paar andere Sachen auch dabei, oder das Partnerspezial. Wir haben Polterer schon gehabt, wir haben Kindergeburtstage schon gehabt, ich kann Gruppen bis zu 12 Leute nehmen. Da spielt sich das halt drinnen, da alles an. Ich habe Familien oft da, vom kleinen Kind bis zum Opa, und da sucht man sich halt dann individuell, wie man möchte, ein Paket aus. Das Sugaring, auch Halava genannt, kommt aus den arabischen Ländern und setzt neue Trends in Sachen Haarentfernung.
Mittlerweile hat es die klassische Behandlung mit Warmwachs sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern fast ersetzt. Eine zuckersüße Behandlung mit Relax-Faktor. Die Zuckerpaste verbindet sich mit dem Haar, fließt ins Haarfollikel ein, entfernt es auch mitsamt der Haarwurzel. Es ist hundertprozentig natürlich, es hinterlässt eine seidig weiche, glatte Haut, die einfach gut versorgt ausschaut. Man sagt auch immer, das Zuckern ist eigentlich eine zweite Behandlung für den Körper, so eine Art Peeling-Behandlung, weil die Haut nachher total seidig, samtig ist. Man muss sich das anschauen nach dem ersten Mal schugern. Von 3 bis 6 Wochen habe ich dann einmal keine Haare, beziehungsweise dadurch, die so fein nachkommen oder teilweise, stellenweise vielleicht sogar aufhören, schaut das von Haus aus schon viel weniger aus. Und wenn ich das konsequent mache, das heißt, ich tue nicht mehr rasieren dazwischen, dann kann ich sagen, in einem Jahr, dass ich wirklich ein gutes Ergebnis habe. Meine Kunden, die schon längere Zeit zu mir kommen, da haben wir schon einige gute Ergebnisse. Kosmetische Kerzen, die an einen Spaziergang im Rosengarten erinnern, die nach Pfirsichen aus den Weinbergen duften, die mit Muskat und Jasmin in den Orient entführen und dabei entspannen, die Sinne verwöhnen und durch die Berührung sanfter Hände Verspannungen und Blockaden lösen, sind alles Könner. Ein Lieblingsprodukt von uns ist natürlich die Sofre Massagekerze. Man kann diese Massagekerze auch daheim anwenden, man kann gegenseitig Massagen machen. Durch das warme Öl lösen sie auch gleich Blockaden und es hinterlässt auch wieder eine samtig weiche Haut. Und ist hundertprozentig natürlich, besteht aus Bienenwachs und Kokosnussöl. Wohltuende Entspannung für Nacken und Rücken findet man in den fantastischen Massagestühlen. Aqualina ist ganz leicht zu finden. Uns trennt eigentlich nur die Eisenbahnunterführung vom Einkaufszentrum Richtung Stadion. Da sind wir direkt im Kreisverkehr. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag von 8 bis 16 Uhr durchgehend. Mittwoch haben wir geschlossen. Donnerstag, Freitag haben wir von 9 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Und Samstag haben wir am Vormittag von 9 bis 12 Uhr offen. Auf Vorreservierungen für Gruppen oder Geburtstage oder irgendwelche andere Events haben wir auch am Nachmittag offen. Wir gönnen Ihnen wunderbare Relax-Momente im Aqualina, denn wir verlosen 2 Aqualina-Wohlfühlpakete und 2 Gutscheine für ein natürliches Peeling. Falls Sie jedoch selber noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sind, wie wär's da mit einem Verwöhngutschein von Aqualina?